So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oxmastai 2 Together mit dem Nightiria. Ja. Wir haben gerade am Abgrund abgeschlossen und ich habe mir mit dem Zauberbuch hier die Stachelfalle ein bisschen aufgerüstet, dass sie schneller zurückgesetzt wird und Unika 2, also dass sie bluten und zusätzlichen Schaden erleiden. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal fort, ne? Tunnel. Okay. Zu ihrem Unglück kann Orks nicht fliegen. Deine Gefolgsleute werden in den Verschnaufpausen wiederbelebt. Im Albtraummodus, okay. Super, wechselt hey, natürlich gerade da. Wir können ja erstmal auf dem Schwierigkeitsgrad jetzt gerade durchzocken und dann später mal. Was sind das für Tunnel? Ja, es gibt auch einen Endlosmodus, da kommen dann unendlich viele. Ja, das Schöne ist, also wenn du nichts dagegen hast, oder was ich vorschlagen würde, ist, sie müssen letztendlich hier lang. Sie haben keine andere Wahl, als hier lang zu laufen. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall die Wände voll und den Boden und so. Verdammt, jetzt habe ich da schon welche gesetzt. Weil ich kannst du verkaufen mit E. Achso, die kosten ja nichts. Also kein Minus, meine ich. Kriegst du wieder, ja. So, dann würde ich sagen, ich platziere Stachelfallen auf jeden Fall schon mal. Soll ich hier oben sonst Eisfallen legen? Ich kann 5 Stück machen, also einmal die komplette Linie. Nee, das funktioniert. Das ist doof hier gerade. Moment, so. Gut, das kann ich nicht mehr. Ich habe mal den Mittelstreifen hier bei den Wegen runtergenommen. Dann müsst sie über die Eisfalle. Ja. So, ja, ich könnte noch 2 Eisfallen setzen, also. Ja. So, kannst ja mal gucken hier hinter den Stachelfallen oder wo auch immer du das willst. Ja, oder so. So ist auch gut. Reihe, also alles, was so rumläuft. Gut, und ganz kurz noch, wie du auf der Map erkennen kannst, kommen sie jetzt hier von links. Da ist auf der Map so markiert diese Explosivzeug. Ja, wir sollten aber aufpassen, dass wir sie nicht runterschleudern, weil dann können die einfach durchrennen. Ja, okay, da habe ich ja auch Fallen. Also letztendlich müssen sie da so oder so durch. Los geht's! Ne? Ach, ich habe schon wieder vergessen, D zu drücken. Macht nichts. Ich auf die andere Seite gehen oder kommen die erst? Ne, die kommen erstmal nur hier raus. Konzentriert euch gefällig. Ach, das ist deine Dinger. Ich dachte, das ist ja. Einfach. Ach, schade. Ich dachte, ich wusste jetzt nicht, wie lange die liegen bleiben. Alter, der Wirkungsradius. Ich zerfetz die voll. Ja. Guck mal, die kommen hier nicht mal so richtig raus. Teamwork, ne? Oh ja. Ich liebe diesen Job. Sehr nice. Ich baue mal hier ein paar Wandfallen, würde ich sagen. Was haben die für eine Reichweite hier? Knochentiefe rein. Zeit für ein Gemetzel. Ich baue hier unten welche hin. Und aus beiden oder nur aus dem rechten? Nur aus dem rechten. Ach, ist ja langweilig. Nächste Runde kommen sie dann wahrscheinlich aus beiden, das ist immer so. Ja komm, das ist zweites Level. Das ist fast noch Tutorial so. Bam, ich muss dringend die Schussrate davon erhöhen. Aber ich denke, ich werde mir sowieso wieder die Armbrust holen. Ich muss mal gucken, mit welcher Waffe ich letztendlich spielen werde. Also ich werde den hier erstmal aufrüsten, dann werde ich später was mir sonst hole. Kann man eigentlich auch Level wieder, kann man auch Level wieder spielen, damit man beispielsweise mehr Schädel kriegt? Nochmal was? Level wieder spielen, damit man mehr Schädel kriegt. Ich weiß es nicht. Sag Bescheid, wenn ihr soweit seid. Das weiß ich nicht. Oh ja. Bam. Bam. Na los, lauf dagegen. Hui. Shit. Hier auf die andere Seite. Ja, mach das mal eben. Sonst lass uns hier zur Mitte zurückziehen. Ja, ich bin hier so halb in der Mitte und kann auf beiden Seiten schießen. Also. Ja. Alter, meine Waffe schießt so derbe langsam, ne? Oh, da sind sogar welche runtergefallen. Nice, ein Bonusschädel. Och man, musstest du da jetzt extra runterfallen? Lass uns das nochmal machen! Zack, ist er Matsch. Sehr schön.
Ich hab hier jetzt mal so ein paar Säure-Dinger an die Seiten geklatscht. Aha, das ist gut. Da ist noch in der Mitte ein Platz, also wenn du da noch was reinsetzen willst. Ich konnte nur noch eine. Ja. Aber ich kann noch Boden fallen, noch eine. Deswegen kommt hier jetzt dicht. Und dann würde ich sagen, fesseln wir die Horde. Jetzt kommen sie wahrscheinlich gleich wieder aus beiden raus. Ja, ich bin erstmal gesehen bei dir und feuer von hinten. Ja. Später hole ich dann wieder den Dings. Also ich bin, glaube ich, eher für die Massen und du eher für den Einzelschaden. Ja, also ich denke mal auch, meine Schrotflinte macht gegen den Einzelnen eher mehr Schaden. Oh, Elementare, die spalten sich auf, wenn sie zerstört werden, wenn ich sie im Kopf habe. Ja, tun sie. Ich komme hier klar, kümmer du dich sonst ruhig um deine Seite einfach. Verzaubere ein paar. Und ja, dabei. Also. So geil, wie dann nur noch das Skelett übrig bleibt. Bam, 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 bam. Oh, den Erdelementar. Kannst du den verzaubern? Zufällig? Den gerade nicht, kein Mana. Achso. Ganz genau. Ganz genau. Ja, so läuft das, ne? Geil, nur für dich. Warum eigentlich nicht? Ha? Ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich habe mich irgendwie gerade verlaufen. Zeit für ein Gemetzel. Letzte Welle, okay. Oh, verdammt. Sie kommen auf der anderen Seite. Bam, bam. Mann, das ist eine Menge tot. Das ist eine Menge tot. Ich hab mal die Elementare verdingst. Sehr schön. So, zack, zack. Alles klar. So, hätten wir, denke ich mal, wenn jetzt nicht noch irgendwas total Überraschendes kommt, sollten wir das auch perfekt schaffen hier. Ist ja auch erst zweites Level. Sehr nice. Oh ja, machst du Handstand und sowas? Ja. Das ist cooler als du. Gar nicht. Endlos Level freigeschaltet, okay. Heilungsschmuckstück? Passiv regeneriert langsam Gesundheit. Oh, aktiv sich selbst und die Verbündeten heilen. Ach, hast du auch bekommen? Ja. Entschuldigung. Das kriegen wir wahrscheinlich beides immer so. Ich habe 11 Schädel wieder zur Verfügung. Jo, ich habe jetzt einen saulangen Verzauberungsdingsbums. Ah. Waffen. Was gibt's denn da? Donnerbüchse. Ja, das würde klappen. Dann würde ich sagen, mache ich nochmal ganz kurz hier die Stachelfalle auf höchste Stufe. Damit die richtig schön die Gegner killt. Und jetzt bin also ich wieder raus. Ich werde auf jeden Fall auf Fernkampfwaffen bleiben. Bleib immerhin. Also. Donnerbüchse, ja, ich guck mal später, dass ich umsteige. Ach ja, am Anfang von jedem Level musst du das Zauberbuch öffnen, um deine Ausrüstung umzuändern. Also wenn du dieses Heilungsschmuckstück haben musst, musst du das auch ausrüsten für einen Ausrüstungsplatz, ne? Gut. Ja, also von meiner Seite gibt's nichts mehr. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Tunnel, die Map Tunnel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.